Stimmt, mit dem Crimtain Ohr kann ich glaube ich noch gar nichts. Da kommt Crimtain Bart noch, ich glaube, dann kann ich noch gar nichts anfangen. So, einfach nur. Ach doch! Ich kann einen Bogen bauen. Ich kann sogar ein Schwert bauen damit. 22 Damage. Alter, sieht das awesome aus. Nice. Wir können genau ein Schwert bauen. Ein okay. Ein Bogen. Oder eine Axt. Die Axt sieht aber auch geil aus. Sie macht genauso viel Damage wie das Schwert, aber ist, glaube ich, langsamer, oder? Ja, ist deutlich langsamer. Okay. Aber sieht die geil aus. Ich glaube, so langsam wird es interessant bei Terraria jetzt. Jetzt geht die Action demnächst ab. Oh ja. Noch wollen wir fast nur umfarmen. Ja klar, jetzt wo ich weiß, wie es Lusch aussieht. Da hätte ich gerade fast drei Rubine übersehen. Ich glaube, das hätte Ärger gegeben. Aber ich habe mir noch nichts daraus gebaut. Ich packe das irgendwie von unserem ganzen anderen Kram hier. Jo. Ich find's voll nice, dass man durch das Eis durchkracht. Kann man? Ja, kriegt man keinen Fallschaden. Noch nie probiert. Mir ist es wohl aus Versehen passiert. Oh ja, gar nicht aus Versehen. Ne, ich wär zwar nicht gestorben, aber ist halt passiert. Oh, das nervt aber auch ein bisschen, muss man sagen. Sag mal, hast du dein Geld hier in eine Truhe reingetan? Kann gut sein, das weiß ich nicht mehr. Also diese Session definitiv nicht, ne. Okay, komisch. Weil hier ist irgendwie mal eben 6 Silber und 96 Kupfer in einer Truhe drin bei uns. Das könnte sein, dass ich das letzte Session war, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So. Wo ist hier noch Slush? Wie viel habe ich denn jetzt? Tanzenohr. So. Okay, ich bin wieder blind. Alles klar. Ach, da. 38. Ich geh auch mal gucken, ob ich hier unten noch irgendwie Sylt finde oder sowas. Mhm. Irgendwo müssen wir es ja haben. So, das Schnee brauchen wir eh nicht. Sand. Sand, 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 Sand. Alles Sand. Ja, da unten kann ich nicht erkennen, was da ist. Okay, da geht's noch weiter. Ich glaube, das ist Crimtain Ore, was wir hier haben, was so rot leuchtet. Okay. Das ist hier was sozusagen anstatt Corruption Ore oder sowas, wie das heißt auf Deutsch. Keine Ahnung. Nee, wie das bei der anderen Variante heißt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne, ich halt auch nicht, deswegen. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja. Oh, das ist Silt. Oh, wie viel hätte das? Was ist denn das? Ach, ein untoter Wikinger. Ein untoter Wikinger? Ja. Der macht ganz schön Damage. Das glaube ich dir sogar. 22. Klingt auch voll gefährlich, untote Wikinger. Ja. Glaubst du, der Zombie-Hype hört in der nächsten Zeit mal auf? Zombie-Hype? Was für ein Zombie-Hype? Ja, zum Beispiel diese ganzen Serien, gerade womit Zombies hergestellt werden oder die Spiele. Keine Ahnung, irgendwann wird sich das wahrscheinlich abnutzen, so wie das Zweite Weltkrieg-Szenario, aber es wird wahrscheinlich eine ganze Weile andauern, solange es Geld gibt. Ja, ich meine, The Last of Us hat ja reingehauen ohne Ende. Ich sag mal so, Zombies sind relativ dankbare Gegner. Das ist so das für Film- und Videospielindustrie, glaube ich, dass es relativ einfach macht. Weil du kannst da auch einfach sagen, okay, unsere Zombies sind anders, weil die aus irgendeinem anderen, keine Ahnung, Grund entstanden sind und dann haben die halt ganz andere Fähigkeiten oder sowas. Ja. Deswegen, du kannst die nach deinen künstlerischen Ideen modifizieren und so. Deswegen glaube ich nicht, dass das so bald aufhört. Na gut, in Black Ops, ich sag mal Black Ops.
In Ghosts haben sie jetzt ja statt die Zombies haben sie jetzt durch Aliens ersetzt. Ja, das hab ich mitbekommen. Ja, Aliens ist halt genau das gleiche in Grün. Das sind auch dankbare Gegner. Du kannst halt alles Mögliche denen als Fähigkeiten geben, weil die sind ja eh fortgeschritten und so. Ja, eben. Weil sieht man ja auch in Saints Row 4, die Aliens mal eben haben geschwind die Erde übernommen. Ja, wobei, da finde ich es ja mal zumindest so weit sinnvoll, dass die Aliens wirklich mal stärker sind als die Menschen. Ja, die sehen aber auch so aus. Weiß nicht, wenn ich mir zum Beispiel XCOM angucke, da schließt es nicht immer so direkt, warum ich jetzt eigentlich genauso stark bin oder sogar stärker als die, warum ich die besiegen kann, finde ich. Mhm. Was zur Hölle ist das? Was? Ein Snowflinks. Okay, kenne ich auch nicht. Aber ich glaube, du kannst lustige Sachen craften mit den Schneesachen, die du dort findest. Na gut, ich sammle jetzt halt hauptsächlich von diesem Slush-Zeug. Weil ich denke, wenn wir davon ein bisschen haben, wäre das gar nicht mal so übel. Nö. Auf jeden Fall. Da denke ich mir. Ich habe auch gerade ein bisschen Silt gefunden, gehe jetzt wieder hoch. So. Ah, sorry. Gesundheit. Der kam aus tiefstem Herzen. Ey, Guide, bleib doch mal im Haus, ehrlich. Blöder Idiot. Oh. Ich hab grad gewundert, warum ich so auf meinem Boden rumrutsche. Da war da irgendeine Folie drunter. Oh, okay. Also unter meinem Schuh. Okay. So, awesome Apparat. Go, go. Wehe, das ist jetzt der falsche Schlasch. Nee, kann ja gar nicht sein. So, wie viel habe ich denn jetzt? Man kriegt da auf jeden Fall echt nice. Haufen Emerald kommt da raus, sehe ich gerade. 101. Ja, komm, können wir jetzt einen Emerald Hook machen? Was zur Hölle? Spiked Ice Slime, alles klar. Oh, ich habe ja einen Hook bekommen. Gut zu wissen. Ja, ich glaube, mache ich jetzt mal ein bisschen Eisen mit einem richtigen Grappling Hook. Eisen haben wir ja genug. Ja. So. So, erstmal. Also, Chains haben wir auch genug, ne? Weiß Bescheid. Ja. So. Also, ich kann es Lusch. Lass so. Ich die Liberdinger da gerade mal, wo sie sind. Oh, jetzt gibt's auch noch Eisfledermäuse im Ernst. Yay! Klar, da gibt's alles ein Eis. Wuhu! Das ist ja übelst lange. Ist da alles Slush? Nee. Nee. Ja. Hab ich den Hook bekommen oder habe ich den auch aus dem Silt bekommen? Kannst du einen Haufen anderes. Also auf jeden Fall alles, was da rauskommt, ist irgendwie nützlich, bis auf vielleicht Copper-Ohr. Finde ich. Kannst du nicht gedrückt halten, links oder so? Okay, 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 okay. Schaden, Schaden. Ja, sicher. LOL. Na, stirbst du wieder oder was? Nee, aber die Spiked Ice Slimes, die verschießen jetzt so kleine Stacheln. Sehr gut. Klingt voll fair. Ey, unser Wald ist endlich mal ein bisschen gewachsen hier. Wahnsinn. Alter. Ja, Gott sei Dank fliegen die Spikes da von denen nicht so hoch. Oh, nice. Gott sei Dank bin ich hier hochgegangen. Ups. Hey, du kommst da nicht raus. Wow. Lol, wie ist halt einfach mal komplett spawnt bei mir. Okay. So.
So. Ah, das ist ja direkt nach der Crimson, das Eisbiom. Ja, genau. Sehr gut. Oh, Pinguine. Gott sei Dank sind wir in die richtige Richtung gelaufen, gell? Ja, total, ne? Das überlappt sich sogar, ne? Crimson und Eisbiom, ist das klar? Ja. Weil das ist ja noch rotes Wasser und so. Und der Hintergrund hätten sich auch noch nicht geändert. Also ich habe hier gerade eine goldene Truhe auf so einem Häuschen gefunden, wo eine Eistruhe drin ist. Eistruhen sind auch geil, da kannst du auch wieder andere Sachen finden. Ist einfach, kannst in jedem von diesen Dingern immer andere Sachen finden. 2 Gold ist aber ganz schön viel. Wolke in einer Flasche, geheimnisvoll. Oh, die ist gut für dich. Macht plus 20 Mana. Cool. Da kann man sogar 220 Mana dann haben. Da steht halt plus 20 Mana wiederherstellen. Wiederherstellen? Also, ja, steht da. Plus 20 Mana wieder her. Okay, ich guck's mir auf Englisch an, dann weiß ich, was es macht. Ja, ist glaube ich besser. So, jetzt Lasch, die will ich behalten. Die Dreck behalte ich mir auch. Haken. Bist aber auch einfach bloß runtergesprungen, oder? Jo. Huch! Ich hab da nicht viel gemacht. Ja, du hast zum Beispiel auch die Fallen übrig gelassen. Schönen Dank. Fallen? Ich bin nur durch ganz weit unten Fallen durch. Gelaufen. Nö, war auch weiter oben eine Falle. Da bin ich durchgelaufen. Blizzard in der Bottle, geheimnisvoll. Plus 20 Mana. Aber der ist noch besser, ne? Ja, dann kriegst du den. Weil ich brauch den nicht so dringend. Du kannst halt weiterspringen damit. Lol. Dann nehme ich einfach den. Ja, ist doch egal. Kann ich die Wolke in der Flasche da lassen? Oder ich nehme die einfach, falls ich die brauche. Weil da kann ich auf jeden Fall mir die 2 schon mal da lassen. So, die Eistruhe nehme ich mit, weil die geil aussieht. Achso, die ne. Da ist noch was drin. Ja, dann darfst du es nicht wegnehmen. Ja, wir sind Topas, die du übrig gelassen hast. Ja, warum nicht? Och, Mann. Wie blöd durchs Eis brechen, ey. Geht mir jetzt schon auf den Piss. Also, ich fand's vorhin eigentlich ganz geil, weil ich glaube, das hat mir ein bisschen mein Life gerettet. Dass du da keinen Schaden nimmst, sondern einfach nur durchbrichst. Jo. Weiß nicht, geht mir das auf den Keks schon. Oh, ich finde das, aber das klingt so hässlich, Schnee abzubauen. Ja. Einen hässlicheren Ton hatten sie da nicht, oder? Ja, gut, die für die Spinnen war ja auch nicht so mega Premium. Ja, das gut, bei den Spinnen, ja, gut, nee, hast schon recht. Warum hast du denn die Eistruhe nicht leer gemacht? Oder nicht mitgenommen? Ja, schon das Inventar. Achso. Loot all. Nehme ich es halt mit. Ice Chest. Oh. Ja, hier unten gerade wo ich bin, ist auch nochmal eine. Bist du rechts oder links rumgegangen von dem Haus? Warte. Links rum, links sind Fackeln auf jeden Fall. Da wo Fackeln sind, bin ich auch lang. Aber da sind bloß ganz kurz Fackeln danach. Du bist direkt wieder anscheinend woanders lang gegangen. Ja, sieht so aus. Weil du bist jetzt knapp links von mir, siehst du ja. Oh, Eisen mal wieder. So. Also ich glaube, ich habe jetzt so langsam genug Slush gefarmt. Muss nur noch funktionieren. Ja. Wie viel habe ich jetzt? 179, 97. Das sollte jetzt nach Möglichkeit funktionieren. Wow. Ja. Würde ich sehr begrüßen. Hallo. Das ist ja auch geil. Jetzt haben wir hier gefrorene Bereiche im Wasser, weil ich hier Wasser habe abgelassen, oder du sogar wahrscheinlich. Ja, ich. Na, ich auch noch hinterher. Das ist halt jetzt gefrorener Bereich unter Wasser. Ja. Und ich sehe gerade, fuck, jetzt breche ich hier durch. Ach nein, doch nicht. Ah, noch eine Eiskiste. Wow. Oh, und eine Falle. Fick doch die Henne. Oh, noch eine. Wollte mich verarschen. Viel oh zu mein viele Gott. Fallen, ey. Oh, ich bin ja hier im Crimson. Alles klar. Oder direkt runter zumindest. Oh. Summons a Baby Penguin. Ich hab Fisch bekommen. Was zur Hölle? Kein Baby Penguin. Was? Okay. What the fuck? It seems like crazy. Das kannst du wahrscheinlich so, wie so ein Pet dann mitnehmen oder sowas. Jawohl. Ist eigentlich schon voll geil. Ich hab gar keinen Slush gefunden, was du da meintest.
Ja, das sieht so komisch gräulich aus, hebt sich aber auch nicht viel ab. Wovon? Von dem normalen Schneeblöcken. Okay. Sehr gut, hier kann man von unten an die, ans Crimson-Biom ran. Ja, genau, da bin ich auch vorbeigelaufen. Nee, du warst mit Sicherheit woanders, weil hier ist, warst du nie. Ehrlich? Ja, hier warst du nicht. Ja, ich habe einmal. Whoops! Das ist explodiert bei mir. Frag mich nicht was. Blöd. Irgendwann hat Bumm gemacht und ich weiß nicht warum und woher und. What? Und du hast keinen Schaden gekriegt. Nee. Aber es ist eine übelst riesige Explosion. Oh, what? What? Fuck! Alter. Und da hast du gedacht, du krepierst. Ich bin einfach übelst erschrocken, weil ich überhaupt nichts gesehen habe, weil es gerade ziemlich dunkel war. Plötzlich mal grrr, bump und plötzlich mal ist irgendwie eine Riesenexplosion bei mir. Gibt cooleres. Alter, oh Schock. Hier das unter mir, was du hier gerade siehst. Da war gerade eben noch nicht da der Krater. Was? Und ich stand da so halb drin. Was zur Hölle war das? Keine Ahnung, es müsste ja Dynamit sein oder sowas in der Größenordnung. Guck, da ist der Slush. Ach so, oh Gott. Sind wir schon dabei? Ah, ich habe schon Slush-Blöcke dabei. Okay, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Was ist das denn? Oh. Sehr gut. Das war die Gegenstück zu den komischen runden Dingern da. Die es in dem normalen Corruption gibt. Ach so. Oh, ich habe eine Pistole bekommen. Powerful Undertaker. Also, wie es einfach nur alles viel besser aussieht als das normale. Was ist das? Das sind diese Herzen. Wenn wir das dritte kaputt machen, kommt es. Muss mit dem Spitzhacke machen. Wenn wir das dritte kaputt machen, kommt dieses Brain of Cthulhu. Das habe ich gerade mit der Spitzhacke gemacht. Ja, dann geht das nicht. Hä? Mit dem Hammer? Hammer. Screams or Echo oder. Okay, ich glaube, wir sollten das jetzt nicht tun, oder? Nee, aber es ist cool, wie so an die Herzen rankommen, weil normalerweise nur die freisprengen. Ich hol mal das Gold noch hier unten. Jo. Nee, wir sollten jetzt das nicht machen. Also, ich bin gerade so mit dem Brain von Cthulhu, Quatsch, mit dem normalen Cthulhu-Vieh klargekommen. So ganz so weit sind wir dann doch noch nicht. Ja. Gerade so was die Waffen angeht und so. Ja, genau, der dich auch behaupten. Kann ich schon mal zurückgehen, weil ich habe mich eh gleich zurückporten. Oh ja, stimmt ja, das ist ein Spiel. Oder soll ich das Zeug mitnehmen und oder willst du das machen? Ich weiß nicht. Nö, passt, ich denke, ich werde diesmal nicht kopieren. Ich hoff's. Oh. Ich hoff's. So, da geht's. Stirb! Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Wieso? Gerade so. Mail nicht. Ich hab den Mail gekriegt. Nein! Nein, der Ton. Ich benutze ja Live-Mail, weißt du? Und der Ton, der hat mich gerade so übelstmäßig erschreckt. Mich kann man direkt zurückgeportet, ne? Also, jo, hab's gehört und gemerkt. So, ich habe jetzt auch Slush-Blöcke. Ich hab ganze 12 Slush-Blöcke. Yay! Funktioniert's? Moment. Ja. Krieg mal aber andere Sachen raus. Ich krieg schon mal die Saphir raus. Nice. So. Eisblöcke jede Menge habe ich auch noch. Mal hochlaufen, auch mal gucken, oder finden. Ansonsten verpieseln wir uns jetzt wieder. So. Quickstack. Wie sieht der komische Fisch aus? Ich hab Pinguin-Pet! What? Ich hab ein Pinguin-Pet! Das ist dieses Fischding gewesen, was ich gehört habe. Ich hab jetzt einen Baby-Pinguin, der mir hinterherläuft. Soweit er halt kann. Sehr gut, und wenn er nicht mehr kann, dann fliegt er zu mir, kommt kurz durch alles durch. Ah. Interessant. Na, cool, getroffen. Gibt das irgendwas? Nee. Sehr geil. Okay. In welche Richtung läufst du denn jetzt? Ich bin da beim Haus, jetzt erstmal.
Ach so, okay. Muss man das ganze Zeug reinpacken. Oh, jetzt hab ich eine Engelsstatue aufgenommen. Bin fallen. Alter. Uncool. Oh, nervt mich nicht. Ich weiß noch, wie wir. Ich weiß noch, wie wir am Anfang in der Crimson von den ganzen Viechern hier abgehauen sind. Ja, inzwischen geht es ganz gut, ne? Ja. Alter, wie ich mit dem Hook nicht klarkomme. Cool, ich habe eine Braustation gefunden. Wir können Ale brauen oder Ale brauen. Keine Ahnung, was Ale ist. Kann ich dir auch nicht beantworten. So, wo bin ich denn? Ich bin ganz in der Nähe. Geht doch schon mal gut. Ich kann Schneebälle bauen. Kann man die werfen? Ja, machen 4 Range Damage. Zählt das Ammo. Oh mein Gott. LOL! Ich hab eine Schneeballkanone gefunden. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich Schneebälle dann. Aber die ist unglücklich. Die ist schrecklich. Minus 25% Schaden, minus 10 Projektiltempo und minus 10 Rückstoß. Ach lol. Ja, das kannst du ja später noch reforgen. Ja, genau. Ich habe übrigens in der Crimson einen lustigen Zauberstab gefunden, der Blutregen erzeugt. Und was bringt das? Der macht Schaden, der Blutregen. Siehst du gerade hier die Wolke über dir? Interessant. Wenn es irgendwas trifft, macht das Schaden. Okay. Der Hase will grad nicht. Lab. Oh, war ganz schön. 12 hat es gemacht. Ja. Steht auch drin, 12 Magic Damage. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Also ich finde, die Waffe ist so unnütz, weil du damit nichts triffst. 230 Slash. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Boss. Stell dir mal daneben, aber das ist einfach, was du nicht kannst, ne? Platin haben wir auch gekriegt. Ja, und Diamanten sehe ich da auch schon. Gott, so, fertig. Minimal das, viel. Das sind schon nice Sachen dabei. So. Ich habe irgendwelche Eistorches bekommen. Oh, sehr gut. Jetzt gibt's Meteoriten. Wunderbar. So, ein Meteorit. Ah, Diamant habe ich sogar bekommen. Nice. Den kann man dann nämlich auch weiße Lichtschwerter machen. 11 Gold machen. So, Eisen. Tungsten machen. Auch 11. Eisenbarren. 7. Tippbarren. 5. Sonst sowas? Ich sehe gerade auch, ich muss gerade mal Torches bauen. Nee. So, die ganzen Dias und. Nee, ich habe 5 Rubine noch. Ach so! Da fällt mir gerade ein, ich habe ja was für dich. Für mich? Ja. Ach, die sind Lizards in the Bottle oder was? Nö. Warte. Dann? Rechtsklick. Life Crystal, cool. Danke. Bitte. Ich bin 42. Ich auch.